Hallo? Hallo, hier ist noch jemand drin. Hallo? Hallo, aufmachen. Ich hab doch Platzangst, verdammt. Aufmachen, hallo. Atme in die Tüte. Aufmachen, verdammt. Vielleicht eine der Putzfrauen aus Versehen eingeschlossen? Ich habe so laut um Hilfe gerufen, das hätten die doch hören müssen. Wir haben hier doch manchmal Kopfhörer an. Nein, weil da hat irgendjemand auch einen Brief unter der Tür geschoben. Okay, krasse Nummer. Hast du vielleicht mit irgendwem Stress hier im Büro? Ich habe keine Ahnung, was so toll. Ja, okay. Komm, ich fahre dich nach Hause. Yvonne leidet unter Klaustrophobie, umgangssprachlich auch Platzangst genannt. Diese Störung ist nicht zu unterschätzen, da sie zu Panikattacken und Hyperventilation führen kann, wie man bei Yvonne sieht. Durch den Drohbrief wurde das Ganze natürlich auch noch weiter verstärkt. Jemand kennt scheinbar ihre Schwäche und nutzt das für sich aus. Und ich befürchte, da kommt noch mehr. Yvonne ist total verzweifelt. Die 26-Jährige kann jetzt nicht allein sein. Was ist das denn? Sind das Teddybären? Oh, guck mal, die Köpfe sind abgerissen. Oh, ist das eklig. Ist das Blut? Oh Gott, was ist das denn? Das ist kein Blut, das ist Farbe. Farbe? Was soll denn das? Wer macht denn sowas? Sind das Tiere aus deiner Wohnung? Nein, ich habe das noch nie gesehen. Der Täter scheint es wirklich ernst zu meinen. Durch die Aktion mit den Teddys verleiht er seiner Drohung Nachdruck und hierdurch ist der Yvonne ja auch noch einmal gefährlich nahe gekommen. Sie sollte jetzt sofort handeln. Naja, jedenfalls danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Der Tag war schon schlimm genug heute. Das mit den Tieren, das ist nur mal zu heftig. Lass mich noch mit reinkommen, einfach nur, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Ja, gerne. Oh, ist das ekelhaft. Oh, das ist so krank. Wer macht denn sowas? Hier will jemand Yvonne gezielt Angst machen. Und das Ganze geht schon weit über einen Streich hinaus. Ich bin wirklich froh, dass sie in dieser Situation nicht alleine ist und Unterstützung hat. Trotzdem, ich rate ihr dringend, die Polizei einzuschalten. Yvonne weiß nicht mehr weiter. Die 26-Jährige hofft auf die Hilfe ihrer Freundin Lena. Komm, Lena, lass uns ins Wohnzimmer gehen. So, du kannst ja dann wohl mal gehen. Ich bin ja da. Lena, wie redest du denn mit ihm? Was denn? Ich dachte, wir machen einen Mädelsabend. Schon okay. Ich habe eh noch was vor heute Abend und ich wollte ja nur sicher gehen, dass in deiner Wohnung alles stimmt. Dann danke dir nochmal, dass du mich nach Hause gebracht hast. Ich bringe dich noch schnell zur Tür. Ja, bleib sitzen. Ich finde alleine was. Okay, bis morgen. Tschüss. War das der Typ, von dem du mir erzählt hast? Ja. Der dich auf Arbeit so blöd angemacht hat. Ach, so wild war das auch wieder nicht. Ist total nett. Ganz nett. Ja. Ja. Er hat mich jetzt gerade nach Hause gebracht und vorhin im Kopierraum, da hat er mir auch echt geholfen, wo ich am Durchdrehen war. Und gerade mit diesen komischen Teddyköpfen, naja, die hat er auch direkt weggeräumt. Also echt total nett. Ist ja jetzt auch egal. Wie war eigentlich dein Date mit Jenny? Oh, vergiss es. Auf den Chatfotos war sie ja wirklich total süß, aber im wahren Leben 10 Kilo mehr. Und außerdem, wenn ich auf Kampflesben stehen würde, dann könnte ich auch mit Kerlen rausgehen. Aber jetzt mal zurück zu diesen Teddyköpfen. Wo sind die denn? Ach, die hat Patrick direkt in den Müll geworfen. Die waren auch wirklich total ekelig. Oh. Meinst du nicht, wir sollten die aus dem Müll wieder rausholen, so als Beweisstück? Nee, wieso denn? Ach Mann, ich verstehe das alles sowieso nicht. Ich meine, auch das mit dem Brief. Wer macht denn sowas? Das ist doch total krank. Ja, vielleicht dein lieber Freund Ron.
Ron, mein Ex? Wieso sollte denn der sowas machen? Nee, glaube ich nicht. Ja, er hat die ganze Zeit doch irgendwas geredet von wegen, du wirst es noch bereuen. Ja, der hat immer viel geredet, aber sowas würde der nicht machen. Mhm. Naja, ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. Oh, ja, okay, aber bitte nicht hier. Ich will doch im Moment zum Rauchen aufhören. Ja, ja. Bin gleich wieder da. Ja. Hallo? Hallo? Hey, du Arschloch! Was willst du denn von mir? Lass mich endlich in Ruhe! Wenn man öfter am Telefon belästigt wird, dann kann man versuchen, den Täter genauso zu ärgern, zum Beispiel indem man mit einer Trillerpfeife laut ins Mikrofon pfeift. Hilft auch das nichts, dann kann man Strafanzeige erstatten, dann ist es Sache der Polizei, den Täter zu ermitteln mit allen dafür zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Abhilfe schafft natürlich immer sofort auch der Wechsel der Telefonnummer. Ivi! Ivi, was ist denn das? Da hat gerade jemand angerufen. Was hat er denn gesagt? Da war nur so ein krankes Stöhnen. Meinst du, das war Ron? Vielleicht. Ich meine, zuzutrauen wäre es nicht. Ich verstehe das alles nicht. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir bleiben einfach hier und ich bleib bei dir. Und ich gehe auch keine mehr raus. Dann morgen früh reden wir mit Ron. Und dann soll er dich in Ruhe lassen. Sonst kriegt das mit mir zu tun. Lass uns am besten irgendwas kochen, damit ich mich ein bisschen abwehren kann. Machen wir. Komm. Komm erst mal. Jetzt komm runter. Oh Mann, wo ist eigentlich Minka? Meine Katze. Ich hab sie jetzt auch schon länger nicht gesehen. Ich hab total vergessen, sie zu füttern bei dem ganzen Stress. Ich gebe ihr am besten mal was. Ich schau mal in den anderen Zimmern, wo sie ist. Scheiße, was ist denn jetzt los? Lena! Was ist denn los hier? Vielleicht die Sicherung rausgeflogen. Mann, was soll das denn jetzt wieder? Wo hast du denn deinen Sicherungskasten? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht im Flur. Lass uns mal gucken. Komm, du bleibst da. Ich schau. Okay? Die Sicherungen sind alle drin. Und vielleicht ist im ganzen Haus kein Strom. Ja, aber die Stadtwerke stellen doch nicht abends den Strom ab. Ich verstehe es doch auch nicht. Ja, aber irgendwas... Psst! Hörst du das? Da ist voll das Kratzen. Da ist irgendwer. Warte mal. Pass auf. Bleib stehen. Kannst du irgendwas sehen? Da steht ein Typ mit Schal und Kapuze. Was machen wir denn jetzt? Das schaue ich mir jetzt an. Pass bloß auf. Bleib stehen, du feige Sau! Hier versucht jemand bewusst, Yvonne Angst zu machen. Ich finde es tatsächlich sehr mutig von Lena, dass sie sofort versucht, die Sache zu klären, um ihre Freundin zu beschützen. Aber manche Dinge sollte man nicht selbst in die Hand nehmen. Lena begibt sich hier völlig unnötig in Gefahr. Denn sie kann nicht mit Sicherheit ausschließen, dass der Täter gefährlich ist oder vielleicht sogar eine Waffe bei sich trägt. In einer solchen Situation gibt es eigentlich nur eine Vorgehensweise: sofort die Polizei verständigen. Oh Gott, Lena, hast du dir wehgetan? Scheiße. Hast du irgendwas gesehen? Ja, hast du ihn erkannt? Ja, keine Ahnung, es war irgendein Typ. Was ist das denn? Babypuppe? Die hat ja keine Augen mehr, was war das? Lag die da schon, oder was? Ja, sonst wäre ich nicht drüber gefallen. Gott. Ja, Mann, das gibt's doch nicht. Was soll das denn? Ist Ron definitiv zu weit gegangen, dieses Arschloch. Aber es würde wirklich zu ihm passen. Ich meine, der wollte doch immer Babys mit mir und ich hatte ja nie Lust drauf. Aber dass er jetzt sowas macht mit so einer Puppe. Ja, der versucht dich einzuschüchtern, dass du wieder zurück zu ihm kommst. Mann, das ist langsam alles echt zu krass. Meinst du, wir sollten die Polizei holen?
Ich glaube, das lassen wir mal. Weil die machen eh erst was, wenn es zu spät ist. Meinst du? Ich hab's jetzt erst im Fernsehen gesehen. Das ist so. Das gibt's doch nicht. Früher war es tatsächlich so, dass die Polizei gegenüber Stalkern machtlos gewesen ist, solange die ihre Opfer nicht mindestens nachweislich bedroht haben. Inzwischen hat sich die Gesetzeslage geändert. Und schon das intensive Verfolgen einer Person kann eine Straftat darstellen. Die Juristen sprechen vom sogenannten Nachstellen, im Volksmund auch Stalking genannt. Yvonne sollte also auf jeden Fall sofort die Polizei verständigen. Lass uns das Ding raufbringen und dann schauen, was wir machen. Ja, Hauptsache weg hier. Bandit on the soul. Two lovers, one more.